tell you that I love you 100 times a day. You'll get tired of my voice. That's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much I tell you. Einen ganz wundervollen guten Morgen bei mir in die Runde, liebe Fahrspaßfreunde. Mein staubiger Freund von der NASA und ich, wir sind heute in einer Spezialfolge zum Jahresstart in der Außenhalle von Auto Zitzmann in Nürnberg. Und der Christoph Zitzmann ist ein persönlicher Kumpel, Bekannter von mir, wie auch immer. Und der hat gesagt, Olli, schau doch mal wieder bei mir vorbei und mach doch mal ein kleines Video mit mir. Und ich habe gesagt, sehr gerne, weil 2021, da wollen wir ein bisschen Frequenz hier auf den Kanal bringen. Und wie ihr schon im Hintergrund seht, sind hier ganz viel verrückte Autos. Aber ich bin heute hier, weil der Christoph Zitzmann, der hat sich eine besondere Sammlung zugelegt. Und zwar ist das Stichwort Oldtimer. Und die schauen wir uns heute jetzt mal ganz kurz an. Und ich schaue mal, ob ich den Christoph Zitzmann vielleicht finde. Ich wollte euch mal ganz kurz einfach nur mal ein Walkaround aber auch vorher geben, was hier alles so geboten ist. Und da sind ziemlich viele Schätzchen. Also von allen möglichen Lambos, da hinten Bugatti, den kennt ihr schon. Aber es geht primär heute um diese Schätzchen. Hier ist schon einer davon. Das ist eine Pagode, ein W113 heißen die im internen Fachjargon. W für Wagen, SL steht dabei für superleicht. Manche sagen auch sportleicht, aber ich sage, es heißt superleicht. Hier gleich ein ganz wunderschöner 1350er. Das ist das Nachfolgemodell von der Pagode. Gehe ich mal so rum. Wundervolle Geschichte. Das ist übrigens ein, das da hinten, der W113, das ist der R107, Mercedes-Logik, man weiß es nicht warum. R wahrscheinlich für Roadster. Hier noch eine Pagode, dahinter ein 129er und da ist ein absolutes Highlight, ein 300er SL. Da geht mir das Herz auf. Ein 300er SL, ihr kennt ihn, das ist der W198er. Legendäres Auto aus den 50er Jahren, ist der Nachfolger vom W194. Das war ein legendäres Rennfahrzeug. Mercedes hat daraufhin eben den Flügeltürer rausgebracht und das ist der Roadster dazu. Dieses legendäre Fahrzeug, der 300er SL, der heute über 1 Million gehandelt wird. Und der hier ist auch über 1 Million Euro wert. Mega schönes Auto, sehr selten in Rot. Gab es, soweit ich weiß, 1848 Stück, wenn ich mich irre, vom Roadster. Oh, ich bin ganz geplättet von diesem Wagen. Hier sieht man es auch, 300 SL. Mega geiles Teil. Wunderschön, wie gesagt, über 1 Million Euro stehen hier rum. Ne? Also, die Außenhaut ist weitestgehend aus Aluminium. Es gab aber nicht alle waren Aluminium, sondern es gab ein paar, die war, also sagen wir so, serienmäßig waren einige Aluminiumteile an dem Fahrzeug dran, also Beflankung und meine auch der Kofferraumdeckel. Aber es war nicht alles Aluminium, es war Leichtbaublech und nur 29 Stück von den ganzen Fahrzeugen sind aus Aluminium gefertigt worden. Die sind heute noch gesuchter denn je, also 29 Stück aus Vollaluminium. Und ob das einer davon ist, weiß ich nicht, aber wir werden ihn uns heute auf jeden Fall mal anschauen. Geiles Teil. Wisst ihr, wie viel PS der hat? 215 PS, 3 Liter Maschine. Also ich bin jetzt ganz platt. Also hier ist ja auch ein besonderer 600er, 12 Zylinder, das ist ein 129er. Auch sehr geil. Zu kaufen, Jahreswagenzustand für 32,9, nur 73.800 Kilometer. Der hat bestimmt auch mal richtig Geld gekostet. Was haben wir hier noch? Ja, ist auch Auto-Zitzmann, ne? SLR McLaren, da hinten McLaren als Roadster, AMG GT. Aber wir interessieren uns ja für die Mercedes Oldtimer-Sammlung. Und der gehört auch dazu. Ist ein 280 SE in der 3.5er Motorisierung. Also auch hier ein wunderschönes, geiles Teil. Fun Fact nebenbei, hier stehen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, habe ich draußen noch gesehen, 9, 10
Maybach rum. Original Maybach. Auch selten. Falls ihr Maybach sucht, seid ihr hier richtig. Ja, jetzt bin ich ganz außer Atem. Das war meine Einleitung. Schauen wir mal, ob wir Christoph Zitzmann finden. Ihr habt einen kleinen Eindruck bekommen. Hier ist auch noch ein, das ist ein 300er, 300 SE. Also das Cabrio zur S-Klasse gab es auch als Coupé, wie gesagt. Also auf jeden Fall super geile Zustände von den Fahrzeugen. Und mein persönlicher Liebling ist ja die Pagode. Oh, wir hatten ja selber mal eine. Nein, wir hatten zwei. Gab es als 230er, 250er und als 280er. 150 PS im 230er und im 280er, im 250er und 170 PS dann im 280er. Das hier ist ein wunderschöner handgeschaltener mit rotem Interieur. Das hier ist übrigens ein Hardtop mit Verdeck. Gab es in der California Edition auch ohne Verdeck. Also man kann das Hardtop abnehmen, dann hat man ein Cabrio-Verdeck. In der California Edition war auch das Fahrzeug komplett ohne Stoffverdeck zu haben, sondern nur mit Hardtop. Und da war da hinten dann noch ein Sitz drin quasi. Also wenn ihr so einen habt, schauen wir mal hinten, ob das einer ist. Nein, ist auch kein California. Auf jeden Fall steckt hier sehr viel Liebesmühe und Sammlerherz in den Fahrzeugen. Und so eine Pagode als 280er ist mein persönlicher Traumwagen. Lasst mich wissen, was euer Traumwagen ist von diesen Mercedes-Benz-Schmuckstücken. Und jetzt schauen wir mal, wo der Christoph Zitzmann ist. Und da kommt er schon durch die Tür. Christoph Zitzmann, der Autokönig aus Nürnberg. Ich gehe mal auf ihn drauf. Nein, der Autosklave aus Nürnberg. Ich darf dir die Ghetto-Faust geben. Wir haben ja dieses leidige Thema. Christoph, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Ich habe schon vorgestellt, du bist der Nürnberger Autokönig. Nein, ich bin der Nürnberger Autosklave. Das hier sind meine Könige und Kaiser und ich bin deren Diener. So schaut es nämlich nun mal aus. Aber ich bin es gern. Ich bin also ein glücklicher Sklave meiner Autos. Lass uns mal auf das Thema die Oldtimer-Sammlung eingehen. Du hast okay. 18 plus 12, habe ich gehört. Es sind rund 30 Mercedes-Oldtimer, überwiegend Mercedes-Cabrios, SLs, also die zweisitzigen Cabrios oder mit Notsitzen, viersitzige Cabrios, so wie wir es hier haben, ganz mega geile Autos, der 170er Mercedes, der 220er Mercedes, also so die Zeiten des Wirtschaftswunders, die 1950er bis 1960er Jahre. Dann kommt noch das größere Wirtschaftswunder, den haben wir hier mitten in den anderen Wundern verbaut. Die Benchmark des Supersportwagens damals. Er ist eingehaust von seinem würdigen Nachfolger, dem Mercedes McLaren SLR aus 2005 bis 2012, 2013 glaube ich, haben sie die gebaut. Dann haben wir hier auch was ganz, ganz Tolles, ein Mercedes SL Pagode. Das ist an sich für mich so das ausgewogenste Modell, weil der Pagode ist sehr gut fahrbar. Das sind Baujahre in den 1960er Jahren, ich glaube 61 bis 1970, vom 230er, 250er, 280er SL, die sind sehr gut fahrbar. Gibt es auch schon mit Automatik, die gut funktioniert. Ist auch jetzt noch in der Preisregion zwischen für schöne Autos ab 80.000 Euro bis 150 für sehr gut restaurierte, sehr gut erhaltene Fahrzeuge. Ist also was noch irgendwo leistbar ist im Vergleich zu sowas hier, was deutlich über 1 Million schon liegt. Ist gut fahrbar, ist von der Form her ein ganz, ganz tolles Auto mit dem Pagodendach, was ihm auch den Namen gibt. Und ist noch sehr auch schön einfach von der Technik her, aber gut fahrbar, wie gesagt. Darf ich dich unterbrechen? Also die waren alle Teil einer Sammlung, die du gekauft hast. 18 Stück erstmal? Das waren hast du knapp über 20 Stück, ist eine Sammlung von einem älteren, sehr seriösen und honorigen Sammler, der ihm gesagt hat, okay, die Nachfolger wollen sie vielleicht nicht so, weil er sehr viel Zeit und Geld auch für die Sammlung verwendet hat. Wenn ich heute höre als Autohändler, Auto kommt aus einer Sammlung oder aus einem Museum, dann denke ich mir schon, um Gottes Willen, das ist eine Bastelbude. Basteln, deshalb, ich muss viel dran basteln, weil das stand einfach 10 Jahre, 15 Jahre, 20 Jahre nur in der Ecke. Standschäden dran, Aufhängungen, Federung durch, Reifenblatt,
Motor wieder neu zum Leben erwecken, vielleicht ist die Schmierung nicht da, Ölverluste. Diese Autos waren aber alle stets zugelassen, also immer einsatzbereit. Er hat Buch drüber geführt, alle 10 Jahre, das klingt jetzt lang, aber wenn man im Jahr nur 500 Kilometer fährt, ist das nach 5000 Kilometer Reifen erneuern, weil einfach der Gummi eben hart wird nach der langen Zeit. Und die sind alle in einem ganz, ganz top gepflegten Zustand. Der hat einen eigenen Mechaniker beschäftigt. Absolut. Und das war eben viel Geld und Aufwand. Und darüber hat vielleicht die nachfolgende Generation gesagt, oh, so viel Geld und Aufwand wollen wir uns nicht antun. Wir stehen mehr so auf Elektromobilität. Wir wollen einfach neueste Technik, ein Auto, was fährt, als ein Auto, nicht als Kunstobjekt und Designobjekt, sondern eben einfach als Nutzgegenstand. Und das ist was anderes, das ist Leben. Was ist dein persönlicher Liebling dieser Sammlung? Dieser Sammlung, mein persönlicher Liebling, ist. Und die Frage, und ich merke schon, dass die Frage doof war. Ist natürlich der 300 SL, weil es was extrem Ausgefallenes ist. Ist aber ganz genauso der 230er SL oder ist das hier der 250er? Das hier ist der 230er SL, weil auch mein Vater hatte Mitte der 70er Jahre einen 230er SL für uns, für die Familie gekauft, den ich auch immer noch habe, der gerade restauriert wird. Auch ein persönliches Schmuckstück ist der 350er SL hier. In diesem wunderschönen Kastanienbraun. Er ist zeitgenössisch und es ist schon ein Achtzylinder mit Automatik, also sehr gute Fahrleistungen auch. Sehr schönes Auto. Ganz großer Favorit ist dieser 300er SE Cabrio. Viersitziges Cabrio, perfekt von Rossier restauriert, praktisch auf Neuzustand gesetzt. Ich gehe mal so rum, dass man. Ausreichend motorisiert, schöne Farbgebung. Auch der 350er ist sehr schön, das ist der 280er SE 3,5 Cabrio, ein 8-Zylinder, im Vergleich zum 6-Zylinder, tolles Auto, aber Silber sind sehr viele. Da ist mir persönlich die Farbe ein bisschen langweilig, oder langweilig falscher Ausdruck, ich revidiere mich sofort, bitte rausstreichen. Die Farbe ist mir zu klassisch, ich bin ja doch mehr neongelb und quietschig. Der bunte Typ, ich habe mir gern bunte Farben. Also ich finde dieses Dunkelgrün mit dem beigen Leder einfach eine tolle Farbkombination, die eben nicht so Mainstream ist. Christoph, jetzt haben wir schon 5 oder 6 Minuten über diese geilen Autos gesprochen. Mhm. Welchen werden wir fahren? Oder viel besser, wollen wir die Community entscheiden lassen, welchen wir fahren? Mal so in einem nächsten Video vielleicht. Ich bin ja auch der bunte Typ, ich bin aber auch der dominante Typ. Die Community kann gern mitreden, aber ich Ich verbeuge mich, ich gehe von unten. Du bist der dominante Massa. Ich habe zwar der Sklave meiner Sammlung, aber dennoch dominant. Ich habe da einen 300 SL ausgewählt, 107er Baureihe. In Rotmetallic, ein sehr schönes Auto, und den würde ich einfach mal ganz so zum Einstieg fahren, sodass wir einfach nicht mit dem top gehypten Fahrzeug anfangen, sondern einfach mal so uns aus dem unteren Mittelfeld dann hocharbeiten. Den Spannungsbogen halten. Aber es ist ja schon eine 300 da, und wo das endet, das wissen wir vielleicht, wenn er noch da ist. Ich sage jetzt einfach mal, Christoph, ganz herzlichen Dank für diese Führung, und ich würde sagen, wir beenden das kleine Einführungsvideo hier. Korrekt. Wir fahren dann einfach mal. Und wir fahren dann in der nächsten. Weiter. Genau, und dann quatschen wir mal. Ja, mit dieser kleinen Einführungsfolge verabschieden wir uns, also Spider-Man und ich, hier aus diesem verrückten, aber sehr sympathischen Autohaus. Also es ist definitiv viel Potenzial. Ich wünsche euch ein kongeniales 2021 und wir sehen uns bald wieder.